Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Notruf 1122, die Feuerwehrsimulation 2. Hier unser Einsatzbericht von Einsatznummer, Einsatzdatum 7.10.2020, was irgendwie nicht stimmt, weil wir haben ja den 29.03.21. Da wurde aber sehr sorgfältig gearbeitet. So, das TLF war draußen und ich meine ja, das wäre Brandstiftung gewesen, weil die Paletten, die fangen ja nicht von alleine Feuer auf einer Kiesoberfläche, ja. Aber das Spiel will das, glaube ich, nicht. Keine Ahnung. Nee, das Spiel will das nicht. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir können jetzt zwei Sachen tun. Wir können uns entweder auf der Wache umschauen. Da gibt es sicher auch sehr viele Sachen zu sehen. Oder wir warten einfach auf den nächsten Einsatz. Wir warten einfach mal. Denn, ja, ich glaube, er wollte genauso wie ich hier Action sehen. Und da bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Moin, Manni. Achtung, Hilfeleistung VU3. Einsatz für LF24, RTW1, NEF1, ELW1. Ich übe schon mal Atemschutz. So, einmal anzusehen. Werde ich gefahren oder darf ich fahren? Ich werde gefahren. Sehr gut. Na, dann schauen wir doch mal. Ich habe kein Wort verstanden. Also beste Voraussetzung, dass ich hier als Einsatzleiter unterwegs bin. So, und jetzt schlägt natürlich wieder das Herz eines jeden Feuerwehrers hoch. Apropos hoch, was suche ich denn da? Es scheint auf jeden Fall sehr spannend zu sein. So viel steht mal fest. So, fahre zum Einsatzort, wir lassen uns fahren. Das Spiel ist ganz schön laut. Ich hatte ja beim letzten Mal irgendwie die Musik zu laut eingestellt. Ich kann die Tonspur nicht trennen. Ich glaube, ich habe schon erwähnt, der Entwickler des Tools, das ich selber dann umverwendet habe, baut hoffentlich in der Basisversion demnächst mal das Feature ein, dass man wirklich mehr Audiospur noch aufnehmen kann. Da kann man schön am Ende noch Musik und Spielsound noch unterschiedlich abmischen. Das geht im Moment einfach nicht. Das ist schon ganz schön traurig. Und so Sachen wie OBS will man natürlich als High-End-Quality-YouTube- Mensch, natürlich nicht seinen Zuschauern zumuten. So, was haben wir denn hier? Feuerwehr, Einsatz und ein Kreisverkehr und eine KI. Ich glaube aber, das ist wirklich ziemlich laut. Oh, und fährt die Eisenbahn. Ja, cool. So, wir sind zusammen unterwegs mit dem Kollegen hier. Also einem normalen TLF, so wie es für mich aussieht. Und das sehen wir. Ne, wir sehen noch nichts. Was mich jetzt gerade so ein bisschen wundern nimmt, ist die Map so groß geworden oder ist irgendwie war das. Boah, da ist aber auch laut. Wir machen das mal so. Sonst hört ihr mich am Ende gar nicht. Wir können ihm sogar beim Fahren zugucken. Und ja, also wenn ihr das Spiel selber haben möchtet, Link in der Videobeschreibung. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich eine Kaufempfehlung aussprechen würde, aber auf jeden Fall ist es schon mal sehr viel detaillierter geworden. Vom Gameplay-Fluss her weiß ich nicht, ob das gut ist. Und das finden wir jetzt raus. Jetzt fahren wir sogar aus der Stadt raus. Alter Schwede, jetzt geht's aber ab hier. Wo landen wir denn, wenn wir fertig sind? Und das sieht mir ja auch nicht so aus, als wenn das die Höchstgeschwindigkeit wäre. Aha. El Polenta ist schon da. Da
Da können, das, die können wir ja auch spielen, interessanterweise. Ja gut, also, ich bin jetzt hier Einsatz-Dings. Das heißt, ich muss jetzt bestimmen, was gemacht wird. Organisiere den Einsatz in der taktischen Übersicht. So, erstmal gucken, was ist hier los? Ein gut durchtätowierter Mann hat ein Schild umgefahren. Polizei ist da. Öl läuft aus. Unfallstelle ist gesichert. Dann fragen wir mal erstmal den Kollegen hier. Schönen guten Tag. Moin. Was ist hier los? Wir haben hier zwei verunfallte Personen. Der Fahrer, nämlich 34 Jahre, ist äußerlich unverletzt, steht aber unter Schock. Der Beifahrer, 28 Jahre alt, befindet sich noch im Fahrzeug. Er klagt über Schmerzen in der Brust. Alles klar? Das kriegen wir hin. Verstanden. So, jetzt boah. Du hast bestimmt was anderes gesehen als dein Kollege, deswegen müssen wir mit dir auch noch reden. Okay, das war jetzt sehr ergiebig. Warum ist die Kamera auf einmal so schnell? So, was haben wir denn hier? Ein, Olo. Naja, ein VW Olo. Oder ist, oh, Krankenwagen ist auch da. Pass auf, dann machen wir Folgendes. Wir machen Folgendes. Ich möchte jetzt erstmal, dass ihr hier, absitzt. Und ihr, Florian Mühlheim, hier auch erstmal absitzen. Kann ich den RTW auch kommandieren? Nee, ne? Doch, kann ich auch. Absitzen. So, dann komm erstmal raus. Dann, Hilfe. Ja, ich muss hier in dem Menü rum. Die Tür klemmt. Okay. Die Jungs machen schon mal auf, das ist gut. Da kann also quasi nichts mehr schief gehen. Dann geben wir dem, den hier geben wir dann mal die Einsatzort organisieren. Da gucken wir mal, was haben wir denn da? Straße ist abgesichert, ausleuchten. Brauchen wir nicht unbedingt. Das heißt, Brandbekämpfung, Verkehrsunfall. Brandschutz bereitstellen. Ich glaube, beim Auto macht man den, ne? Gut. RTW kann schon mal hier die... die können auch schon mal hier raus. Die können gar nichts. Das ist jetzt aber... Hey, warum? Technische Hilfeleistung? Können sie auch nicht. Okay, die können gar nichts. So, auf dem... auf dem LF haben wir doch bestimmt... Achso, die Geräteablagen müssen wir... Die brauchen wir natürlich hier beim Auto, ne? So, was brauchen wir denn da überhaupt? Wir brauchen so eine Zange, ne? Ihr sollt ihn das nicht nur dahinstellen, ihr sollt das auch sichern. So. Der Typ muss dringend da raus und die trödeln hier. So, was holen die jetzt alles raus? Schläuche. Ach so, das sind hier diese, ja, für Zange, für Zylinder etc. Jetzt wird die Hydraulik, glaube ich, gelegt. Genau. Da sind die Zangen. Okay. Perfekt. Wenn ihr damit fertig seid, bitte... Achso, die sind noch nicht so weit. Okay. Ist doch alles da. Hydraulik liegt, Zangen liegt... Erste Hilfe liegt. Warum? Auf was warten die denn? Hier, Person befreien. Das Fahrzeug ist doch gesichert. Nein, Entschuldigung, ich kann nicht helfen. Ich muss im Menü rumklicken. Ach so. Ach so, ist das gemeint. Ich dachte, hier die Unfallstelle sichert. Okay, dann habe ich das verwechselt. Das tut mir sehr leid. So, Männer, das muss jetzt nicht schneller gehen. Nein. Nicht Brandbekämpfung. Brandschutz bereitstellen. Warum tun die das nicht? Irgendwas habe ich übersehen. Haben wir irgendwo einen Löschwasserzugang? Die Straße ist doch abgesichert, oder nicht?
Das hat doch die Polenta gemacht. Hä? Der kommt da gar nicht raus. Wir klicken hier einfach im Menü rum. Jetzt, ach, jetzt geht's. Okay. So, jetzt geht's los. Wir befreien die Person. Ich glaube, es ist unerheblich, ob ich das selber mache oder nicht. Ich glaube, es geht auch wirklich mal darum, dass wir mal sehen, wie hier gearbeitet wird. So, jetzt wird erstmal versucht, mit der Brechstange die Tür aufzuhebeln. Das hat nicht geklappt. Jetzt wird die B-Säule und die A-Säule werden aufgeschnitten. Was ich hier mit meinem bescheidenen... Nee, er hat es mit dem Spreizer erstmal versucht, die Tür so aufzuspreizen. Das hat geklappt. Sehr gut. Natürlich müssen wir nicht schneiden, wenn wir vorher mit der Spreizzange das aufkriegen. Was? Kollege, du... Ja, war die Tür ab. Die Tür ist zwar schon auf, aber säg sie ruhig ab. Gönn dir. So, warum kann das RTW den Mann nicht rausholen? Achso, das ist ja gar nicht das RTW. Deswegen vielleicht. So, Verkehrsunfall. Nein. Einsatzort organisieren. Absitzen. So. Okay. Ich bin natürlich Einsatzleiter. Ich gucke natürlich wieder schlau rum, was hier als nächstes passiert. Was dann geschah. Haben die jetzt echt die Tür abgemacht? Ja, kann man die wegräumen? Nee, ne? Okay. Dann. Jetzt soll er, der Notarzt soll ja jetzt eigentlich erstmal gucken, was ist denn eigentlich jetzt Phase. Aber irgendwie... Nicht zusammenpacken. Okay, was können wir denn hier noch? Unfall, Verkehrsunfall. Brandschutz bereitstellen wollen wir nicht. Verkehrsunfall. Aha, da geht da. Was? Ah, die machen das schon eigenständig. Die haben einfach so lange gebraucht, die Bahre rauszuholen, oder was? Gut, dann ladet den mal bitte. Sunny! Jetzt endlich. So, jetzt bist du der Notarzt. Notfallseelsorger. Also, so weit ist es aber noch nicht, oder? Warte mal, wer bist denn du? Jetzt kommt der wieder. Was ist denn da los? Verkehrsunfall, der kann nichts machen. Die machen das aber eigenständig, wie es aussieht. So, der fährt jetzt einmal ums Auto rum. Beruhigen Sie sich, versuchen Sie ruhig. Aha, der scheint also hier vom Fach zu sein. RTW, gucken wir mal. Wir haben also hier einen Notfallsanitäter und Rettungssanitäter. Okay. Wir bringen sie jetzt ins Krankenhaus. Ich helfe ihnen auf die Trage. Okay, also sie kriegen den so raus. Wir müssen nicht das Auto noch irgendwie sprengen oder so. Ja, ist schon mal gut. Wie? Alles ist aber cool, ne? Das ist ziemlich, ziemlich detailliert dann gemacht, aber manche Sachen... Der hat hier wie keinen Bock. Der sieht so aus, so nach dem Motto, ich möchte nicht in dieser Welt leben. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendetwas ist merkwürdig. Okay, dann fahrt mal bitte zum Krankenhaus. Ich bin der Chef hier, ne? Ich habe Einsatzleiter draufstehen. Und ich träume von einer besseren Zeit. Ich würde euch einfach empfehlen, liebe Zuschauer draußen in Empfangsgeräten, wir hinterfragen sowas in Zukunft nicht mehr, sondern konzentrieren uns einfach auf die Dinge, die perfekt funktionieren. Okay, also, was haben wir noch? Wir haben jetzt einen Unfallort. Jetzt haben wir hier Öl ausgelaufen. Das muss natürlich auch noch weg, ne? So, das heißt hier, ihr schnappt euch mal bitte... hier, Betriebsstoffe abbinden, bitte. Machen die das jetzt, oder? Ah, da kommt er. Fand ich immer so witzig bei den Spielen von André, ne? Da musste man das auch sehr detailliert machen. Ah, sieht mal gut aus. Ah, einmal draufkippen. Sehr gut. Das muss fetzen, muss das. Und dann einmal hier Schrobi-Schrobi machen. Schön auf dem Fleck verteilen, wunderbar. Den anderen Kram, den könnt ihr ja eigentlich schon mal wieder wegräumen, ne? Aber das kann ich euch jetzt nicht sagen, weil dann... So, was ist mit dir denn jetzt eigentlich?
Wie ist das nur passiert? Beruhigen Sie sich. Sind Sie verletzt? Haben Sie Schmerzen? Nein, es geht mir gut. Okay. Mehr kann ich dir leider auch nicht sagen. Okay. So, abgebunden ist, würde ich sagen. Dann bitte einmal... Also wir lassen das so, oder was? Okay. Dann würde ich sagen... Zusammenbacken, Jungs. Wer ist das denn noch? Ach, der Notarzt. Ja, Entschuldigung, aber... Ja, also, hier sind Profis am Werk. Man sieht das. Warum steht denn der auch... Also, was hätten wir mit dem denn machen können? Gar nix. Der kann nix. Dann kann der schon mal wieder abrücken. Aber dass wir jetzt hier... dass wir das jetzt nicht abkaspern hier, irritiert mich. Was ist jetzt wieder los? Na gut. Ich würde sagen, wir rücken insgesamt ab. Ich glaube, wir sind hier fertig. Die Fächer müssen, glaube ich, noch geschlossen werden, ne? Einsatzort. Abrücken. Und hier auch. Einsatzort. Zusammenpacken. Wobei wir hier gar nicht groß irgendwas hatten. Den aber trotzdem mal die Tür aufgemacht. Für den Fall, dass wir noch... Ich glaube, wir können hier auch in dem hier... Können wir noch Kollegen mitnehmen, ne? Oh, der fährt über die Hütchen drüber. Ist nicht gut. Na gut, also, wir haben unseren ersten Verkehrsunfall. Haben wir erfolgreich, würde ich sagen, also das war perfekt. Das war 1 plus mit Sternchen. Wir haben Personen teleportiert. Wir haben den Einsatz sogar ohne Notarzt geschafft. Und wir haben jede Menge Bindemittel auf die Straße gekippt. So soll es auch, glaube ich, sein. Ich würde sagen, ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen in dieser Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Kann ich eigentlich die Polizei auch abrücken lassen? Oh. Das war unerwartet. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit dem nächsten Einsatz, beziehungsweise mit dem Ausfüllen des Einsatzberichtes. Und ich bin gespannt, was uns dann erwartet. Du auch, dann schalte wieder rein. Wenn du das Spiel selber haben willst, Link in der Videobeschreibung. Und ich freue mich über deine Kommentare, die ich wie immer alle lese, denn du bist das Wichtigste in meinem Kanal. Du, der Zuschauer, deine Wünsche, dein Feedback. Und natürlich dein Daumen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.